Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Nummer 11 müsste das sein, hier von unserem tollen Projekt Plötzlich Pharma. Also wir finden es toll, ich weiß nicht, ob ihr es auch toll findet. Schreibt es in die Kommentare, gebt uns einen Daumen nach oben oder nach unten, dann wissen wir, ob ihr es toll findet oder nicht. Ich bin auf dem Weg zur Mühle hoch, um hier die erste Ladung Weizen zu verkaufen, die ich früher den Marihuana abgeholt habe. Mehr gibt es dazu eigentlich jetzt gerade gar nicht zu sagen. Außer, dass hier auch das Radio drin defekt ist. Genau wie beim Pickup. Ja, und jetzt bin ich auf einem weiten, beschwerlichen Weg mit 12.000 Liter Weizen nach oben. Das ist aber wirklich ein netter Traktor, also den könnte man sich echt, wenn wir denn ein bisschen mehr Geld wieder haben. Schauen wir mal, was das wird. Bauen hier auch gar nicht. Jemand, der hier baut. Ah, es leckt etwas. Das ist aber ja gar nicht so schlecht. Ich muss mal gucken, ob es dann besser ist. Das ist ja auch schon gehabt sonst, dass ich, wenn ich im Traktor saß, ich weiß gar nicht, auf welcher Map das war, wenn ich im Traktor saß, dann war es am Laggen ohne Ende. Wenn ich draußen war, dann war es okay. Hier steht auch noch ein Prescher auf dem Feld. Ist der Herr von Roden, der hatte ja hier den schweren Unfall. Das war Feld 17. Vorübergehend wegen Feldarbeiten. Hier aber
Da muss es doch noch einen Weg geben, der. Friedhelm über Funk. Friedhelm hört. Hallo Friedhelm, und? Ja, ich bin auf dem Weg zur Mühle. Ich habe jetzt hier ja 12.000 Liter Weizen hinten drin und bin auf dem Weg zur Mühle, aber die ist ja fast nicht mehr in Deutschland. Das ist ja so weit weg. Das ist ja bei meinem Unternehmen hier oben fast. Naja, weiß ja. Ende der Welt, kurz davor ist Flusstal am Arsch der Welt. Genau, das ist nicht am Arsch der Welt, aber man kann ihn schon recht gut sehen von hier. Ja, solange man ihn nicht riechen kann. Richtig. Wie kommst du mit der Maschine klar? Super, macht richtig Spaß. Ja? Besser als Schifffahren. Schön. Ich habe hier einen zweiten Container gleich auf dem Hof stehen, einen großen. Ja. Dann nimmst du den drauf. Ja. Den kleinen stellst du vorher am Feld als Backup. Ja, okay. Für den Drescher, und dann stellst du den Zug mit dem großen Container auch an Feld. Ja. Und kommst bitte mal eben zum Hof. Ich habe einen schönen Auftrag für dich. Ja, alles klar, mache ich. Ja? Mache ich gleich. Wie gesagt, ich bin erst eben bei der Mühle und dann erledige ich das. Ja, fahr so schnell wie es geht, aber immer sicher und mit das Verstand, auf, ja? Das auf jeden Fall. Das ist gut so. Alles klar, bis gleich. Funkende. Ende. Ende haben wir ja nie gesagt. Auf dem Wasser. Nee, das war einfach klar. Over gesagt. Oder Roger. Roger war okay und Over war eben vorbei. So. Gefühlt eine Tagesreise später. Keine Ahnung, wo? Vielleicht hier schon? Die Karte aufmachen? Ach, die Mühle. Ja, ist hier direkt vor mir. Da ist die Mühle. Und da ist sie doch. Ja, perfekt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das denn hier mit dem Abkippen geht. Ah, geht. Ich hab's gefunden. Geld wird bei uns gut geschrieben. Dann ja gleich erstmal zurück überweisen. €1.997, also 9.000. Und dann geht's wieder weiter, wieder runter zum Hof, also zum Händler, meine ich natürlich.
und wieder diese unfassbar interessante. Ja, dann ist die Folge auch vorbei, wenn ich unten wieder beim Händler bin. Das ist ja. Radio kaputt ist das. Es wird natürlich eine ganze Menge, ne? Ich lerne den Ort nochmal wieder besser kennen. Aber es hat sich eben viel verändert und ich komme hier mal mit vernünftigen Maschinen. Tatsächlich endlich mal verkaufen. Brauche ich ja nicht. Ja, schön groß. Ist jetzt nicht so. Schon schön leise hier an so einem Traktor. Gegenteil, also im Gegensatz zu den Traktoren früher. Auch viel umweltfreundlicher als sonst war. Auch schon. Ganz andere Technologie. Geht auch nichts voran. Boden. Rausguckt.
lange nichts mehr hier von der Polizei gehört. Bisher in Ruhe gelassen. So, liebe Leute, ihr habt's mitgekriegt. Die Folge hier ist vorbei. Das war Folge 11, glaube ich. Und ja, schaut wieder rein. Hinterlasst einen Kommentar, ein Like oder ein Abo und guckt auch gerne natürlich bei dem Mario Hirschfeld und bei Mario D vorbei. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mehr kann ich nicht sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr guckt bei der nächsten Folge wieder rein. Und ich sag dann mal, ciao.